Im Nordwesten von Rostock zwischen den Ortsteilen Lüttenklein und Lichtenhagen-Dorf haben die Naturheilpraxis und die Naturheilschule von Hans-Rainer Schmidt ihren Sitz. Wir sind vor Ort mit dem Naturheilpraktiker verabredet. Ein Freund hat uns darauf hingewiesen, dass Hans-Rainer Schmidt dieser Tage 70 Jahre alt geworden ist. Anlass für uns nachzufragen, warum gerade Rostock? Ja, kurz nach der Wende bin ich aus Hamburg gebeten worden, hier einen Vortrag über Homöopathie zu halten. Und da habe ich gemerkt, dass hier überhaupt keine Naturheilkunde in der ehemaligen DDR gab. Und das hat mich einfach neugierig gemacht. Und hier Lichtenhagen hat mich gereizt, dass ich für alle da sein konnte, nicht nur für eine bestimmte Bevölkerungsschicht. Und ich habe heute noch vom Sozialhilfeempfänger bis zu jemand, der auch gut Geld verdient, alles in Behandlung. Und für jeden kann man was finden, dass es für ihn machbar ist. Was in den Räumen der Naturheilpraxis sofort auffällt, ist die Liebe zum Detail. Hier sollen sich Patienten und Mitarbeiter gleichermaßen wohlfühlen. Jeder Raum hat ein anderes Karma, eine eigene Ausstrahlung. Los geht es natürlich mit der Diagnostik. Wir machen hier sämtliche Blutuntersuchungen, die möglich sind, immer nach der Problematik des Patienten. Wir können Stuhluntersuchungen machen, wir können Speicheluntersuchungen machen, wir können Spermauntersuchungen machen. Wir arbeiten mit einem großen Labor in Hamburg zusammen und dadurch haben wir die Möglichkeit, alles an Diagnostik durchzufahren, was möglich ist. Durch die Diagnostik können Rückschlüsse auf die Funktion einzelner Organe, auf Erreger, Entzündungsprozesse, auf die Blutbildung und vieles mehr gezogen werden. So weit, so gut. Doch der Naturheilpraktiker geht weiter. Mit seinem ganzheitlichen Ansatz versucht er, auch andere Störungen im Körper zu entdecken, die Einfluss auf die Gesundheit haben. Mithilfe der sogenannten Bioresonanztherapie können Störungen ermittelt werden. Und es gibt weitere alternative Diagnostikverfahren. Hier haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, über die sogenannte Elektroakupunktur Störungen in den verschiedenen Meridianen, die dann organbezogen sind, festzustellen, um daraus dann auch gleichzeitig eine Therapie zu entwickeln. Im hauseigenen Labor werden die Proben für den Versand vorbereitet. Auch die Infusionen werden hier zusammengestellt, eine wichtige Behandlungsmethode in der Naturheilpraxis. Nebenan die Dickdarmspülung, die sogenannte Colon-Hydrotherapie. Für Hans-Rainer Schmidt ist der Darm ein zentrales Organ für das Wohlbefinden des Menschen. Auch kosmetische Behandlungen werden im Hause Schmidt übrigens angeboten. Kosmetik gibt es auch, wo wir eben auch Faltenbehandlungen machen etc. fürs Aussehen. Das äußere Aussehen ist ja auch fürs Wohlbefinden des Körpers ganz wichtig. Und wer sich in seiner Haut nicht wohlfühlt, der erkrankt dann auch irgendwann. Die Behandlungsmethoden in der Naturheilpraxis sind vielfältig. Wichtig der Ansatz von Hans-Rainer Schmidt, Naturheilverfahren als Kooperationspartner für die Schulmedizin. Während letztere aber vor allem lokal diagnostiziert und therapiert, zielt die Naturheilmedizin auf ein ganzheitliches Bild vom Menschen. Das versucht Hans-Rainer Schmidt auch seinen Schülern in der Naturheilschule zu vermitteln. Wir haben jetzt zwei Kurse am Laufen, einmal den klassischen Heilpraktiker und einmal den Heilpraktiker für Psychotherapie. Für uns ist es wichtig, dass wir die Grundlagen der Naturheilkunde den Schülern vermitteln und die Grundlagen der Schulmedizin und dass sie lernen, das miteinander zu verkoppeln. In der Naturheilschule pflegt Hans-Rainer Schmidt auch den Austausch mit Medizinern, die sich für Naturheilkunde interessieren. Dieser sogenannte Qualitätszirkel läuft seit Jahrzehnten und kommt gut an. Zurück zu unserem Freund. Herbert Rudzinski ist selbst seit Jahrzehnten Patient in der Naturheilpraxis. Heute holt er sich eine Infusion. Also ich bekomme regelmäßig Infusionstherapie, einmal die Woche sogar. Das hilft mir extrem, weil ich nach 4 großen Tumorerkrankungen bin ich jetzt stabil seit 3 Jahren und das hilft mir immer wieder angedockt zu sein. Mein Sohn war 3 Monate alt und hat dann Neurodermitis-Schub bekommen
Und dann sind wir zur Naturheilmedizin gegangen, zu Herrn Schmidt, auf Empfehlung hin. Und über viele Behandlungen sozusagen hat er es geschafft, die Neurodermitis eben da zu tilgen bei meinem Sohn. Und da sind wir sehr dankbar dafür. Und dann durch dieses gute Zusammenkommen, ich bin ja Coach für Unternehmen, haben wir auch eine Zusammenarbeit beschlossen, sodass ich die Praxis über die Jahre jetzt auch als Psychologe und Coach begleitet habe. Wie definiert ein Naturheilpraktiker Erfolg? Dass ich viele Patienten heutzutage habe, die ich früher mal als Säuglinge oder Kleinkinder behandelt habe und die heute mit ihren Kindern kommen und dieses Bewusstsein auf ihre Kinder auch weiter übertragen. Das ist, sehe ich für mich als Erfolg und als sehr großen Schatz an. Und Hans-Rainer Schmidt, was treibt ihn an? Gibt es nach 70 Jahren Leben Erkenntnisse für das eigene Wohlbefinden? Eine mittlere, gesunde Lebensweise, nichts extrem zu machen, einfach leben und sich im Leben wohlfühlen und dankbar sein, dass man leben darf. Dank an Hans-Rainer Schmidt für diesen Einblick in die Naturheilkunde und Glückwunsch zum 70. Geburtstag. Für unsere Fragen ein kurzes Innehalten, dann verlangen die Mitarbeiter Merlin Depping und Janine Reis wieder die ganze Aufmerksamkeit für den nächsten Patienten.